Also, wir suchen jetzt den Raben. Wir haben auch noch einen Banditenunterschlupf hier irgendwo, den wir hochnehmen müssen. Und, die Sachen in den Katakomben noch. Alter. Da hat jemand sein Passwort 11111 genannt, oder wie? Sehr schrecklich. Alright. Oh. Er ist nicht so happy, dass wir in seinem Haus sind. Aber schön hat das hier. Ja gut, dann gehen wir vielleicht gerade lieber wieder. Jetzt einmal, wenn es gegen Abend ist, ist es wahrscheinlich keine gute Idee, noch in den Häusern der Leute herumzuspazieren, weil dann sind die jetzt alle zu Hause. Waren wir jetzt da oben eigentlich schon? Hier war der eine Banditenunterschlupf. Wir müssen da beim Handelsbezirk, da stand irgendwo der Rabe auf den auf den Dächern. Das ist schon ein bisschen OP. Ach, die kann man gar nicht looten. Fühlt sich schon ein bisschen unfair an. Jetzt brauchen wir auch erstmal wieder Mana, oder? Wie kennst du denn Reichweite? Oh mein Gott, wir sind ein richtiger Kammerjäger. Oh mein Gott. Warum droppen die denn jetzt Leder und die anderen nicht? Gott, ey. Also dieser Spell ist wirklich, wirklich hart gegen die. Ah, das ist das, was wir mit den Rabenaugen gesehen haben. Mit den Schatztruhen. Also, wenn da jetzt nichts Gutes drin ist. Na gut, mit so wenig Kombinationen wahrscheinlich nicht so geil. Ah. Mann, ich will mal so richtig was richtig Gutes, Saftiges in so einer Truhe finden. Naja. Sollen wir in das Haus rein? Ach ja. Was machst du in meinem Haus? Verschwinde! Oder du hast hier einen Lektor drin. Genau der, bei dem wir eben unten reinspaziert sind. Na gut, na, wir hätten wahrscheinlich schneller unten rausgehen können, ne? Ruf minus 5. Warum? Es hat doch keiner gesehen. Und ich habe ihm sogar noch einen Lektor umgenatzt. So, und da hinten müssen wir jetzt wieder irgendwo hin bei dem Handelsbezirk. Weil da irgendwo steht er sogar schon da oben. Irgend so im Dach steht auf jeden Fall Rabe rum. Und ich hoffe, der bringt uns ein paar gute Sachen bei.
Weil beim letzten Mal durften wir leider nicht mit ihm quatschen. Sehr viele Leitern diesmal. Hoffentlich nicht auch noch Schlangen gleich. Da wobbelt doch unser Nachtwächter rum. So. Bin mir so nicht mehr sicher, auf welchem Turm er ist. Ich glaube, wir gehen mal hier hinein irgendwo. Warum ist hier so windig? Ganz ehrlich, pfeift der Wind hier. Geh über der Herberge, maybe. Hilfe, ich werde gebodyblockt. Einmal überholen. Ah. Könnte sogar sein, dass der hier war. Ach, und wir haben ja auch noch das Geld für den einen Typen, ne? Oh, ich glaube, das ist er. Ich speichere mal kurz, weil er sehr angriffslustig da herumsteht, genau. Hi. Willkommen im Rabennest. Hi. Ich bin Rabe. Ratte hat mir von dir erzählt. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Möglich. Aber warum sollte ich dich damit betrauen? Wow. Sind wir auf der gleichen Seite, though? Weil ich es fordere. Und wieso glaubst du, dich in der Position etwas fordern zu können? Dies ist mein Reich, nicht deins. Du solltest lieber deine Zunge hüten. Ratte hat mir von dir erzählt. Also, was willst du? Aufträge. Hast du Arbeit für mich? Möglich. Aber warum sollte ich dich damit betrauen? Aha. Jemand sagte mir, es gäbe viel Arbeit, aber wenige, um sie zu tun. Leute erzählen verdammt viel. Ich glaube, wir haben die gleichen Ziele. Ist das so? Diese gute Gelegenheit solltest du nicht verpassen. Gute Gelegenheit? Für mich oder für dich? Du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst. Gib mir eine Chance. Gut. Vielleicht mache ich das. Wie wäre es mit einem Auftrag? Na dann. Oh, meine Lehre. Also in der Nähe des Marktplatzes befindet sich das Gerichtsgebäude. Mir kam zu Ohren, dass der Richter in den Straßen einige Aushänge machen will, die mein schönes Konterfei zeigen. Also war ich nicht untätig und ich habe ein paar hübsche Bilder von nicht ganz mir angefertigt, um sie auszutauschen. Nimm sie und geh zum Richter. Tausche die Plakate aus, bevor sie in jeder Ecke des Bezirkes plakatiert werden. Wenn du Erfolg hattest, komm zurück. Dann können wir ja weiterreden. Auf Wiedersehen. Ich hatte gehofft, dass er uns das beibringt. Ja. Ich bin raus. Huch. Darf ich nicht einfach rausgehen? Das war ein bisschen viel. Einmal kurz gucken, ob wir noch zum Gefängnis kommen, hier oben lang.
War das hier bei dem Typen? War das hier drin? Garnison der Wache. Ah ja. Ah, da bist du wieder. Hat Ratte dir das Geld gegeben? Ja. Na dann, Herr Steuerzahler. So einfach kann das Leben sein, wenn man mit den Behörden zusammenarbeitet. Du bist ein guter Mensch. Mhm. Vielleicht hilft dir ja dieser Hinweis. Ich habe von einem geheimen Versteck einiger Banditen gehört, das man nur erreichen kann, wenn man durch die Kanäle des inneren Bezirks schwimmt. Ah. Viel Glück. Das ist gut zu wissen, weil ich habe mich schon gefragt, wo jetzt dieses zweite Versteck noch sein soll. Durch die Kanäle schwimmen. Das klingt jetzt aber nicht so verwirrerisch. Ja, halt doch die Schnauze. Dann plauder mich doch halt auch nicht an, so. Dann soll er halt die Schnuss halten. Alright, wir haben auf jeden Fall genug zu tun. Ich habe eigentlich nicht so Lust zu schwimmen. Aber es hilft ja nichts, ne? Lass irgendwo gucken, wo wir ins Wasser kommen. Da zum Beispiel. Und jetzt sind wir aber hier noch beim Richter. Vielleicht machen wir das dann mal noch schnell. Wo tausche ich die denn jetzt aus? Hier oben irgendwo? Ah, hier wahrscheinlich. Okay. Hi. Tschüss. Ja, so viel zur Deckquest, oder? Zurückkehren. Okay. Nee, hier. Warte. Hier. Was gehen wir denn? Ich würde gerne das mit der Schmiede eigentlich hinkriegen, damit wir unsere Schattenklinge verbessern können. Weil die ist echt weak inzwischen. Oh. Ist aber doch nicht direkt hier, oder? Ich meine, in den Katakomben haben wir auch zu tun. Da sind noch mehr Brackläufer. Sehr viele Brackläufer. Machen denen halt gar keinen Schaden. Meint ihr, wir müssen die vielleicht einfach mit einer anderen Waffe bekämpfen und nicht mit unserer Mondklinge? Macht zumindest augenscheinlich ein bisschen mehr Schaden, oder? Aui, aui. Hallo, hallo. Habt ihr gesehen, wie ich mich wieder nicht mehr bewegen durfte? Es ist so insane, wenn man da einmal von denen weggebackt wird. Crazy. Was hat's nur eingetroffen? Ja, aber das klappt besser. Also sollten wir doch immer außer der Mondklinge wahrscheinlich noch eine andere Waffe dabei haben. Oh, jetzt können wir endlich die ganzen Schlösser hier knacken. Boah. Rot, grün, 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 rot,
Rot, blau. Uff. Muss man echt hochkonzentriert sein. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir schon waren, wo wir reinkamen. Aber im letzten Mal konnte ich noch keinen Schlösser knacken. Sind hier denn eigentlich so viele Kisten? Wahrscheinlich alles Diebesgut, ne? Ist der nachgespawnt, der Brackläufer da? Here we go. Ich weiß nicht. Macht beides nicht so viel Schaden. So, hier können wir aber rein, ne? Oder? Kann das sein? Nee, doch. Wird hier der Schattenflügel. Ach, und hier ist auch wieder ein weiterer Eingang, Ausgang. Okay, also man kann ja durch mehrere Kanäle auf jeden Fall rein, das macht ja auch Sinn. Wo auch immer die Kampfmusik jetzt herkam. Oh, hier ist aber dunkel. Hätte ich mal nur eine Lampe dabei, habe ich. Also hier wurden auf jeden Fall sehr viele Kisten. Oh mein Gott, warum so viel? Ich sag, wie es ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die hinkrieg. Ich dachte, ich vertue mich da jetzt irgendwo. Boah, aber selbst mit Lampe sehe ich hier nichts. Nee, hier ist aber zu. Sieht auf der Map so ein bisschen aus, als könnte man da durch, aber hier ist einfach zu. Alright. Dann gibt es da noch eine Abzweigung. Wir wissen aber auch immer noch nicht, was hier das Problem ist, ne, für die eine Quest. Was ist das denn hier für ein Pilzdurchgang? Oh mein Gott! Jetzt stand die Mistrat hier einfach hinter so einer Säule. Holy moly, ey. Voll erschrocken. Okay. Ja.
Okay, die halten ja wirklich nicht mehr viel aus. Hüpta. Ja gut. Wieso nicht, I guess? Ah, okay. Never mind. Ah, der lebt noch. Dachte, der wäre auch hinüber. Hier ist wieder so ein Schattenfahrt-Ding, ne? Ich will mich erst umgucken. Ich würde mir ja mal Leben gegensaugen, aber das lohnt sich halt nicht, wenn da nur ein Einzelner ist. Oh, hier sind relativ viele Schattenpfade. Und dann geht's ja auch noch weiter. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Reicht aber hier mal langsam. So, dann gucken wir doch mal. Hier. Geheime Kammer. Ich sag mal, wir sind schon inzwischen recht reich, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, wenn wir irgendwas kaufen müssen, wir könnten es uns schon gut leisten. Na, unsere Lampe geht bald aus. Wie nichts drin. Okay, ich wollte schon sagen. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir könnten mal Brot essen. Einen Kuchen. Und dann müssen wir die nachfüllen. Oh Gott. Okay. Es hat aber nicht so viel, doch hat viel Leben gegeben. Never mind. Hat gut HP gegeben. Was haben die denn da gegessen, die Wühler? Was sind das denn bitte für Riesenknochen, die hier liegen? Entschuldigung? Ist irgendwie creepy. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja richtige Gänge. Okay. Oh. Hi. Na? Ich weiß ja nicht, ob ich das so toll finde, dass ich Geister sehen kann. Sag ich, wie es ist.
Ich dachte, die helfen dann auch ein bisschen, aber es ist eigentlich nur creepy. Ah. Wir wissen ja schon, wer das für einen guten Preis kauft. Oh. Oh, wow, 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 wow. Das sieht nach einem Speichernengel aus. Sag ich, wie es ist? Where are we? Ich sag schon, sag mir das, der Speer macht schon guten Schaden. Auch wenn ich ihn nur aus Versehen gekauft habe. Darf man das doch nicht unterschätzen hier. Ach, schon wieder so ein Scheißtür, wo wir den Hammer für brauchen. Und dann kommen wir wieder hier raus, ne? Okay. Es ist schon alles sehr verzweigt. Na du? Die stehen halt einfach nur rum. Könnte ich ja mit denen reden oder so? Hier kommen wir wahrscheinlich auch nur raus, oder? Wasserer Bezirk. Ich dachte halt eigentlich, dass wir bei einem von diesen Kanälen in den Banditenunterschlupf kommen. Aber jetzt sind wir doch irgendwie ganz so anders, als wir sein wollten. Dann probieren wir mal die eine Tür da noch aus. Aber wir haben auch immer noch nicht herausgefunden, wo jetzt das Problem hier ist, ne? Was war das mit dem Brunnen irgendwas oder so? Ach, ist auch einfach nur ein weiterer Lootraum. Loot, Loot, Loot. Yeah! Hoch. Amandas Schatzkarte. Eine Schatzes in Afrika. Ja, super. Aber gut, das ist vielleicht für irgendeine Quest. Mal ganz kurz gucken. Schaden in der Tiefe. Den äußeren Katakomben. Weiß nicht, wir haben die alle noch nicht gefunden. Aber die Karte hier sagt doch wieder raus. Ha, komisch.